Bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski. Ich glaube, ich komme wirklich ein bisschen pummelig im Fernsehen rüber, wenn ich mal so gucke. Guck mal hier. Das ist schon wirklich, also ich meine, ich habe auch wirklich schon, also schon, weiß ich nicht, 10 Kilo, schon Ranse, ne? 10 Kilo habe ich bestimmt zu viel. Willst du mal, wir machen doch, ich weiß was. Ich weiß, was wir machen. Hm? Ja, wir machen, du musst, Hagenbeck muss. Nein, hätte ich doch bloß meine Fresse gehalten. Hagenbeck muss, 10 Kilo. Was? Du hast sogar 10 Kilo gesagt? Ja, aber das war doch nur so ein Spruch. Hagenbeck muss 10 Kilo abnehmen. Du hast ja, jetzt 2 Monate Zeit, oder? 2 Monate? Wie viel willst du? 2 oder 2,5, 3? Wie viel willst du? Muss ich das wirklich machen jetzt? Hagenbeck muss. Oh nee. 2 Kilo. Okay, 2 Kilo? 2 Kilo in 10 Monaten, nee. 10 Kilo in 2 Monaten. Echt jetzt? Ja, machst ein bisschen Sport, stellst dann um, deine Ernährung um und gehst ein bisschen öfter auf Toilette. Fertig. Na gut, das Problem, nee, mal ganz ehrlich, das Problem ist, ich bin ja auch noch ein bisschen berufstätig nebenbei. Ne? Also, und ja, du musst ja währenddessen nicht essen, oder bist du Koch? Ja, nee, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hagenbeck muss 10 Kilo abnehmen in 2 Monaten. Zack. Zurück zur Werbung. Geil ist das denn? Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hagenbeck muss. Hagenbeck muss immer noch 10 Kilo abnehmen. Wie ich das schaffe, schauen wir mal. Neben mir, das ist die Marion. Hallo. Hallo Marion. Und wer die Marion ist, was die gerade macht und warum jetzt gerade die Birke runtergefallen ist, das sehen wir gleich. Ja, ich habe ja von Sascha die dankenswerte Aufgabe bekommen, 10 Kilo innerhalb von 3 Monaten abzunehmen. Okay. Und habe daraufhin ja einen Hilferuf gestartet in sozialen Netzwerken. Und Marion hat sich Gott sei Dank bei mir gemeldet, hat gesagt, Marc, ich kann dir helfen. Denn das ist die Marion Koch. Und warum wir bei der Marion in der Küche stehen, das ist ganz einfach. Marion ist nämlich Fachberaterin für Rohkost. Ist das richtig? Ja. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja. Marion, was macht denn eigentlich eine Fachberaterin für Rohkost? Ja, also die zeigt den Menschen, was man aus Gemüse so alles machen kann, ohne es zu kochen. Okay. Also wir machen alles außer Gemüse kochen. Ah, okay. Also eine ganz gesunde, baden, ne? eine ganz gesunde Geschichte. Gibt es denn dazu eigentlich eine Ausbildung zu dem, was du da so gemacht hast? Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht in Speyer. Ja. Bei der Nelly. Die hat dann Rohkost-Bistro. Rohkost-Bistro. Genau, und das sind auch die Aussteller von den Rohkost-Messen. Es gibt 3 Stück in Deutschland jedes Jahr. Okay. Und das machen die beiden, Volker und Nelly. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht, 1 Jahr lang ging das. Und dann habe ich dann die Prüfung abgelegt vor der IHK in Ludwigshafen. Ah, okay. Also genau, mit Prüfung. Richtig, ja. Oh, wir haben eine geprüfte Fachfrau hier an unserer Seite. Das gibt's auch nicht so viele. Das ist natürlich super. Weil es sind immer so 14 bis 15 Teilnehmer pro Jahr. Und der erste Kurs war, glaube ich, 2014. Du sag mal, was genau ist denn jetzt eigentlich Rohkost? Ich habe da ein bisschen im Vorfeld recherchiert. Mhm. Ne? Und kann man generell sagen, so alles, was an Bäumen wächst, aus dem Boden kommt und nicht tierischen Ursprungs ist? Oder gibt es da noch irgendwie noch feinere Abstufungen oder wie würde man das bezeichnen? Also es gibt Rohkost in unterschiedlichen Formen. Mhm. Also es gibt auch Rohkost, da wird Fleisch gegessen. Das sind die Instinktos, die nennen sich so. Instinktos. Die essen das Fleisch aber dann auch roh. Instinktos. Genau. Bist du vegan? Sagt man, du bist Veganerin? Nee, würde ich auch nicht behaupten. Weil ich esse zwar viel Rohkost und ich achte auch darauf, dass ich halt meistens vegan esse. Ja. Es ist aber ab und zu mal ein bisschen ungesellig. Okay. Achso, okay. Ja, verstehe. Da mache ich manchmal Kompromisse. Ja, okay. Das Ganze ist für mich ja interessant, weil ich habe diese Challenge, dass ich jetzt 10 Kilo abnehme. Und ich muss es aber irgendwie in Einklang bringen mit meinem Privatleben, dass ich sage, okay, ich habe jetzt auch nur eine begrenzte Zeit, deswegen ich kann auch nicht alle 5 Minuten ins Sportstudio rennen und sowas. Ja. Und deswegen hatte ich mir gedacht, okay, das ist ein interessantes Angebot, was du da hast. Ja. Vielleicht kann ich darüber ja mal ein bisschen gucken, dass ich meine Ernährung auch mal ein bisschen anpasse und darauf vielleicht die ein oder andere Kalorie einspare. Ja, alles klar. Ich würde sagen,
Wir halten uns nicht lange auf. Du hast ein paar Sachen vorbereitet. Wir bereiten die jetzt zusammen vor. Wir bereiten uns zusammen was vor. Und dann wir wollen zusammen schnippeln. Genau. Ich, denn die Rohköstler, die kochen ja nicht, sondern die bereiten zu. Ja. Genau. Und das machen wir jetzt. Genau. Das ist übrigens auch interessant für dich eventuell. Das ist nämlich ein Getränk. Ein fermentiertes Getränk. Also das ist jetzt ein Tag jünger als das da. Okay. Und wir können gleich eins für dich aufsetzen, was du da mitnehmen kannst. Weil da sind da unten sind Wasserkefirkristalle drin. Okay. Und die fermentieren das Getränk. Und das ist gut für die Darmflora, weil dann wirst du die richtigen Bakterien ranziehen, die dir ja beim Abnehmen helfen sollen. Ach so. Ja. Also ist das so ein kleiner Abnehmtrunk quasi? Ja. Oder was? Also ja. Das ist, alles wird über den Darm gesteuert. Ja. Du musst alles aufjagen. Ja, klar. Also alles wird über den Darm gesteuert. Das können wir nehmen. Und wenn du jetzt ständig Hunger hast und isst viel und nimmst dann zu. Das trifft auf mich zu. Ja, da bist du nicht alleine. und du hast das Gefühl, du bist aber nach einer halben Stunde, Stunde oder zwei Stunden hast du schon wieder Hunger, ja. Du kannst schon wieder irgendwas essen, dann zeigt dein Körper dir damit, ihm fehlen Nährstoffe. Ja. Also du kannst viel essen, aber es kommen wenig Nährstoffe an. Okay. Und da setzt halt die Rohkost ein. Und wenn du dann vermehrt Rohkost isst, dann flutest du quasi deine Zellen mit Nährstoffen. Die melden nicht mehr so oben, hallo, ich habe Hunger. Und dann sagt dein Kopf nicht mehr, du isst jetzt mal was. Ne? Sondern du hast ein Sättigungsgefühl und dann wird doch der Hunger abnehmen. Vielleicht sollte man dann doch hinterher noch ein kleines Rohkosteis machen. Oh, Rohkosteis. das Rezept würden wir dann nachreichen an der Stelle, wenn wir das jetzt nicht vorbereitet haben. Nee. Genau. Wenn es euch interessiert, was Rohkosteis ist, also ich kann mir selber darunter noch gar nichts vorstellen, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare hier rein. Die Marion liest mit. Ne? Ja. Und dann können wir euch das sicherlich auch mal zur Verfügung stellen. Das ist so simpel, da braucht ihr nicht mal mitschreiben. Okay, super. Ja. Klasse. Wunderbar. Ja, aber jetzt wollen wir was anderes machen. Wir wollen jetzt Curry-Kokossuppe wollen wir machen. Eine Curry-Kokossuppe. Und das ist eigentlich ein relativ schnelles Rezept, weil ich habe ja verstanden, dass du nicht viel Zeit hast und du willst auch nicht so lange in der Küche stehen, du willst was zu mitnehmen haben. Genau. Und die wird auch ein bisschen gehaltvoll, indem wir halt, da ist es, da kommt halt Kokosmus rein. Okay. Ne? Und du kannst halt Beilagen machen. Wir machen jetzt Champignons rein, ich hoffe, die magst du. Ja, klar, Champignons. Paprika und ein bisschen geschnittene Tomate, die kommt aber dann hinterher als Beilage nochmal oben drauf frisch. Dass du nicht nur die Brühe hast, sondern noch was zum Kauen. Ah, okay, ne? Super. Genau. Und super. Wir schnippeln jetzt einfach mal und machen mal ein bisschen. Jetzt geht's los. Ja. So, jetzt kriegst du erstmal von mir die Zitrone, dann darfst du die schon mal pressen. Ah, das kann ich. Ja, ne, dachte ich mir. Zitronenpressen. Kriegst du hin, ne? Das kriege ich hin, jawohl. Genau. In der Zeit schneide ich mir schon mal die Tomate. Wir können ja gleich fertig schnippeln, ne? Ja, na klar, na klar. Sag mal, ich habe gelesen, Veganer brauchen ja doch schon ein bisschen was an Küchengeräten, ne? Wenn die das so richtig so, oder Rohkostler. Ich sage immer Veganer, die Rohkostler, ne? Ja. Was braucht man denn da eigentlich so alles, wenn man so sagt, jetzt ich steige auf 100% Rohkost um? Also eigentlich brauchst du einen Mixer. Ja. Also so ein Hochleistungsmixer, damit du halt eben ein bisschen was pürieren kannst. Ja. Das wäre schon ganz gut. Die kannst du auch mitmachen, ja. Okay, und, Hochleistungsmixer braucht man? Genau. Und die gibt es halt in unterschiedlichen Preisklassen. Ja. Da gibt es aber auch Beginner-Teile für 130, 140 Euro. Okay. Die sind auch schon ganz gut. Und da kann man aber hochgehen bis zu 1800. Wow. Oder mehr. Also die gibt es richtige. Das ist ja wie ein Thermomix. Ich wollte jetzt keine Werbung machen. Ja. Aber, das ist ja schon. Ja. Wow. So. Also der Thermomix kommt da nicht mit. Der Thermomix hat 22.000 Umdrehungen und so ein Hochleistungsmixer hat 40.000. Ah, da zerhäckselst du alles mit. Also da kannst du auch, wenn du jemanden beseitigen willst, den machst du durch den Thermomix. Okay, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber wenn es kleine Portionen sind, geht das nicht. Kleine Portionen, kleine Publikumsportionen. Du musst erst ein bisschen kleiner schneiden, ja. So halbe Portionen, ne? Halbe Portion, ideal. Genau. Ja, ja okay. Ich glaube, ich habe jetzt hier den Zitronensaft. Wunderbar. Professionell gepresst. Ja, sieht auch gut aus. Ja. Finde ich jedenfalls. Ja. Wir müssen jetzt davon. Moment, ich mache das mal gerade fertig. Muss man nicht so schön aussehen. Okay. Ja. Wie lässt sich Rohkost eigentlich so in den Alltag integrieren? Ist es genauso aufwendig, als würde man jetzt normal kochen oder hat man da schon ein bisschen mehr Aufwand? Ja, also das am Anfang ist alles ungewohnt, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat und macht halt Rezepte, die man liebt, dann bist du schnell fertig. Also so ein Gericht, wenn ich das jetzt alleine mache, ohne dass ich jetzt wenn ich keine behindert gefilmt werde und vergesse, was kommt da nochmal rein?
Deshalb liegt das auch hier, ne? Oh, ach so, dann, ja. Dann schmeiß ich einfach alles da rein, stelle den Mixer an, schnibbel das Zeug und bin fertig. Also ja, das geht rucki zucki, da wird nichts mehr erhitzt, nichts mehr gekocht, ich muss nicht aufpassen. Okay. Also das geht ratzfatz. Ja, super. Ja, ne? Super. Also wir schmeißen jetzt schon mal die Tomate einfach da rein. Ja. So. Sehr gut. So, das ist einfach schon mal, ne? Ich hole mir gerade mal hier eine Schüssel aus dem Schrank, das habe ich nämlich eben vergessen. Tipp. So, dann haben wir mal Tupper zum Einsatz. Das ist nämlich das, was wir hinterher als Einlage benutzen. Das soll jetzt nicht mit da rein. So. So, und jetzt kommt hier von dem schönen Zeug. Was ist das schöne Zeug? Nicht das, was am Regen hängt, sondern Saft, okay? Genau. Davon kommen 4 Esslöffel. Nee, Quatsch, das wäre zu viel. Doch, 4 Esslöffel Zitronensaft. Hab ich doch richtig im Kopf. 1, 2, 3 und 4. Kann man hinterher ein bisschen nachwürzen, wenn man ein bisschen mehr Säure haben will. Ja, das erhält auch das Vitamin C, also das Vitamin C bleibt länger drin, wenn man auch Zitronensaft mit reinmacht. Das habe ich auch gelesen, deswegen ist auch das mit der mangelnden Erhitzung, ne? Weil das Vitamin C durch Erhitzen vernichtet wird. Ne? Genau, also viele Vitamine gehen kaputt, aber die Vitamine sind noch ein bisschen widerstandsfähiger als die Enzyme. Und die Enzyme sind halt das, was wir brauchen, um das zu verdauen. Ja. Also wir bilden das auch schon im Mund. Aber das, was wir essen, bringt natürlich auch Enzyme mit. Okay. Und wenn wir das, was wir essen, keine Enzyme mitliefert, dann muss der Körper dabei steuern. Und dann hat er irgendwann nicht mehr so viel davon. Dann wird es schwerer verdaut und das ist halt eben das Problem. Ne? Und wir wollen ja eine gute Verdauung, hast du eben gesagt. Wir wollen, ich behaupte ja von mir, ich habe eine gute Verdauung. das ist aber auch nur deshalb, weil wir WLAN auf dem Klo haben, glaube ich. Okay. Ja. So, jetzt machen wir noch 350 Milliliter Wasser da rein. Das kommt jetzt aus so einer komischen Kanne, weil ich das Wasser destilliere. Okay. Ah, das ist destilliertes Wasser? Ja. Okay. Also, das wird aufgekocht und dann wieder aufgefangen und durch einen Filter dann in die Kanne geleitet. Also, das ist alles. Ne? Also, nicht chemisch destilliert, sondern. Und das man destilliert es, weil da Schadstoffe im Wasser sind, die da besser... Da bleiben alle Schadstoffe und alles ist draußen. Okay. Also wenn das destilliert ist, ist da ist nichts mehr, keine Rückstände. Alles klar. Das ist völlig leeres Wasser. Haben wir denn, also man sagt ja immer, wir hätten eine gute Trinkwasserqualität, so bei uns in der Umgebung. Ja, also... aber da ist trotzdem noch was drin, was raus muss quasi, was man rausfällt. Ja, also ich habe da auch... Ich wollte den rauslegen, habe ich vergessen, weil ich habe mir schon gedacht, dass da eine Frage kommt. Da gibt es einen Bericht hier aus der Zeitung. Habe ich mich zufälligerweise gesehen, habe da drin rumgeblättert und habe gesehen, da steht drin, was die Wasserwerte sind von hier. Ja, genau. In der Umgebung. Ja. Ja. So, jetzt muss ich den Ingwer. Ich brauche 2 Teelöffel davon. Dann brauche ich nicht das riesige Wasser. Kann ich dir noch irgendwie helfen? Oder? Du darfst gleich den Ingwer reiben. Das wird nämlich witzig. Oh. Obwohl, eigentlich brauchen wir den nicht unbedingt reiben, weil der macht sowieso alles klein, der Apparat. Ja, dann brauchen wir dann doch ein anderes Stück. Guck mal, das ist ganz hohl. Das passiert dann auch mal. Ist denn Rohkost eigentlich jetzt für jeden Menschen geeignet? Also Stichwort Verdauung und sowas? Ja. Also, gute Frage. Also ich habe damals auch umgestellt, einfach so, von jetzt auf gleich, von Allesesser auf vegane Rohkost. Ne? Ja. Das ist schon hardcore. Also du hast von 0 auf 100? Ja. Du quasi, genau, ich habe mich gar nicht mit groß anderen Sachen aufgehalten. Okay. So, wir reiben das jetzt nicht, ich schreibe das so klein. Das reicht dann auch. Hauptsache sind 2 Teelöffel hinterher. Ja. So. Weil der mixt sowieso alles klein. Das sind auch keine 2 Teelöffel, feiner. Der riecht stark, ne? Mhm, riecht stark. Ja, finde ich auch. Wie war die Frage nochmal? Die habe ich jetzt vergessen. Nein, ob das für jeden geeignet ist. Also ja, genau. Also was man vorher auf jeden Fall machen sollte, aus eigener Erfahrung, ist den Darm auf Vordermann bringen. Also irgendwie eine Darmreinigung machen mit Kräutern und so. Da gibt es ja einiges. Wer da was wissen will, kann mich gerne fragen. Kräuter? Ja. Wie soll ich die denn da reinkriegen? Da gibt es Mischungen, die man so kaufen kann. Ach so. Da würde ich jetzt nicht unbedingt... Also das wir reden hier über Einläufe oder was reden? Nee, Einläufe nicht. Also wenn man das machen möchte, ist das natürlich ein super System. Ne? Ja. Das reinigt halt dann den Dickdarm, den Enddarm, aber nicht den Dünndarm. Und wenn man das von oben nimmt, kann man das quasi noch unterstützen. Ah, okay. Ne? Man kann natürlich auch hingehen und kann dann so eine Fastenkur machen oder sowas. Also Fasten wäre immer gut, wenn man mit sowas anfangen will. Ja. Einfach alles leerräumen. Ja. Und
Wie viele Gerichte hast du so drauf geschätzt? Weiß ich einfach keine Ahnung. Ich habe aber viele einfach aufgeschrieben, weil ich dann hinterher nicht mehr weiß, was kam jetzt nochmal genau da rein. Ja. Aber wir waren schon zusammen, mein Sohn und ich haben ein Catering gemacht für eine Yoga-Truppe. Man sieht das vielleicht, dass Marions Sohn hier ab und zu mal hier um uns herum schwirrt. Ja. Er fällt nämlich auch nebenbei so ein bisschen mit, dankenswerterweise. Und da ist er gerade. Er kommt ja gerade ins Bild. Genau. Da sehen wir ihn gerade. Und ja. Ja, und da haben wir ein Catering gemacht und dann gab es da Rohkostpizza. Ah, okay. Also dann der Boden gedörrt in den Dörrautomaten. Und dann, ich glaube, das habe ich bei dir auf Facebook gesehen. Ja, das ist so eine Pizza, ne? Genau, das hatte ich bei Facebook draufstehen und auch bei Instagram hatte ich da Bilder. Ja, genau. Ich Bilder nimmt man denn eigentlich mit Rohkost schnell ab? Kannst du das irgendwie bestätigen? Oder muss man das, oder ist es nur besser, wenn man es mit Sport kombiniert? Oder nur allein durch Rohkost wahrscheinlich nicht, oder? Wenn man jetzt sagt, ich stelle jetzt um, ich habe meinen Darm gereinigt, wie auch immer, mache jetzt Rohkost und nehme jetzt jede Woche 5 Kilo ab. So geht es wahrscheinlich nicht, oder? Schade eigentlich. Also man nimmt schon, man nimmt schon, wenn man reine Rohkost macht. Ne? Also wenn du jetzt nicht abends dann normal isst, sage ich jetzt mal, normal in Anführungsstrichen, also alles isst, ne? Ja. Dann nimmst du schon ab. Also ich habe viel abgenommen, allerdings habe ich zu obstlastig gegessen. Und wenn du zu obstlastig isst, dann kommst du halt nicht auf die Kalorien. Weil es hat vieles hat ja kaum was an Kalorien. Ja. Und da habe ich halt sehr schnell abgenommen. Okay, und jetzt hauen wir da von dem Kokosmus 2 Löffel. Nee, da kommen viel. Ich mache mal jetzt noch einen, weil der ziemlich hoch voll war. Der ist schön weich, den hatte ich draußen in der Sonne stehen. Also nicht in der Knallsonne, aber draußen stehen. Und draußen ist der schön weich, warm. Und dann wird der schön weich. So einen halben Teelöffel Currypulver Indisch. Gibt Englischen, gibt Indischen, ich nehme lieber den Indischen. Also alles, was ihr hier seht, alles, was wir hier heute zubereiten, das findet ihr auch auf meiner Facebook-Seite Mentalist Hagenbeck nochmal als Rezept. Und wahrscheinlich auch auf Shogunanogi natürlich. Das riecht schon super. Da kriege ich schon Hunger. Die schmeckt auch lecker. Ich habe es manchmal nicht so scharf gemacht. Also ich mache das immer so nach Gefühl mit dem halben oder viertel Teelöffel. Weil das kann man hinterher noch nachwürzen. Okay. Weil das ist das Tolle, das ist ja einfach nochmal draufstellen, nochmal anmachen, gut ist. Eine Prise Chili-Gewürz. Ich stehe halt auch schon auf diese Schafe. Ich hoffe, du magst scharf. Gerne. Mach doch die Nase frei. Hau ruhig rein. Also und eine Knoblauchzehe. Also man kann, wenn man keinen Knoblauch mag, auch Trüffelöl nehmen. Das hat so einen Knoblauchgeschmack. So, jetzt haben wir das Ganze ja mal durchgemixt hier und das sieht ja jetzt schon wieder total gut aus. Willst du probieren? Ja, gerne. Ich hoffe, das ist doch nicht zu scharf. Oder fehlt noch was? Lecker. Ja, hat so Schärfe, aber kommt erst im Nachgang. Im Abgang, ne? Habe ich jetzt noch gerade gedacht. Also im Nachhinein. Also für mich könnte es noch eine Spur schärfer sein. Okay. Aber es schmeckt so schon echt top. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich lecker. Ja. Jetzt nochmal aus einer. So, jetzt haben wir das Ganze nochmal. Ja. Na? Jetzt schmeckt es anders. Ist auch ein bisschen das Salz hat gefehlt, ne? Boah, ich komme jetzt vor wie Bioleck. Damals, immer. Darf ich nochmal? Aber du kriegst gleich eine ganze Schüssel davon. Wirklich? Boah, Leute. Also das macht doch satt, ne? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn es mir nicht schmecken würde, würde ich es echt sagen. Ich hoffe. Aber das hier ist... Das ist aber auch meine Lieblingssuppe. Das hier ist der Kracher. Das hier ist wirklich der Kracher. Das ist gut. Ich brauche gar nichts zu machen. Ich brauche hier... Das ist wie zu Hause. Ja. Ich stehe einfach hier so daneben und gucke zu. Also mein Kurs ist ein bisschen anders. Da lasse ich dann noch andere arbeiten. Du machst Kurse? Ja. Man kann mich quasi mieten. Oh, das ist ja interessant. Erzähl mal ein bisschen und dann, dann machen wir das Ganze bei den... meistens sind es Frauen, aber nicht nur. Zu Hause bei einer von den Damen oder Herren. Und die laden dann noch andere ein. Und dann gucken wir, was machen wir dann da. Ich habe also eine Gruppe, mit denen habe ich schon fermentiert. Also haben wir Kimchi gemacht und Sauerkraut. Ja. Joghurt auf Nussbasis haben wir da gemacht. Okay. Das war richtig lecker. Ja, und hier auch natürlich das Wasserkäfi, was ich eben erzählt habe, was man dann auch machen muss. Das sind immer so mehrere Abende oder wie machst du das? Einen Nachmittag. Einen Nachmittag. Einen Nachmittag. Ich sag so,
3 bis 4 Stunden. Meistens bleibe ich länger, aber das ist, weil die wollen auch viel wissen und ja, das ist natürlich auch dann interessant und ja, behalten sich ja doch meistens nicht so viel und kriegen auch die Rezepte mit, die wir machen. Und danach betreue ich dann auch noch, wenn dann jemand sagt, ich stehe jetzt gerade hier im Supermarkt, was muss, brauche ich da nochmal genau, oder? Ne? Ja, klar. Ja, das ist auch kein Problem. Ja. Ach, super. Das ist jetzt alles nur für die Einlage, ne? Das ist alles für die Einlage. Also alles, was wir jetzt gleich in die Suppe reinschmeißen. Dann streust du ein bisschen was auf den Boden von dem Zeug. Jetzt kommt die Suppe drauf. Genau, jetzt kommt die Suppe drauf. So. Ups. So, jetzt wunderbar. Bin ich da. Also, ich wiederhole mich natürlich. es riecht super, es sieht klasse aus. Und jetzt probieren wir es mal. Ja. Wie es jetzt schmeckt mit dem mit Topping. Mit Einlage, ja. Einlage. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Das ist echt total lecker. Mhm. Das ist eigentlich eine typische Sommersuppe. Mhm. Weil man die halt kalt essen kann. Die ist schön frisch, ne? Und die ist so schön ein frisch, so, genau. So eine Säure, ja, eine angenehme Säure. Durch die Zitrone. Durch die Zitrone, ne? Mhm. Oh, lecker. Ja. Sag mal, diese ganzen Gerichte, gibt es eigentlich auch ein gutes Kochbuch, was du empfehlen kannst? Mehrere. Mehrere? Okay. Ja. Aber gibt es so ein Highlight-Kochbuch oder sagst du, die sind alle gleich gut? Oder? Also, wenn mir jetzt, gefällt... Wenn jetzt einer der Zuschauer zum Beispiel sagt, ich möchte mich da mal mit befassen und so, ja, ich brauche da mal so ein, weiß nicht, gibt es so ein Einsteiger-Kochbuch sozusagen? Also mein Einsteiger-Kochbuch war sogar eins von der Nelly, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und okay, das steht auch irgendwo bei mir im Regal. Das habe ich immer noch. Die hat mittlerweile 2 Bücher geschrieben und okay, die Rezepte sind sehr gut beschrieben und es steht unten drin immer der Schwierigkeitsgrad dabei. Ah, das ist... Wie lange dauert es ungefähr? Ist es schwer oder ist es leicht? Und es steht oben immer dabei, welche Geräte du brauchst. Mhm. Ah, da kann man mal genau gucken. Ja. Hat Nelly eine Internetadresse? Ja, wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. Ja. Wir blenden jetzt hier Nellys Internetadresse ein. Und da könnt ihr dann, wenn es euch interessiert, einfach selber mal gucken. Genau. Ja? Genau. Super Idee. Und die von der Marion blenden wir nachher im Abspann ja sowieso noch ein, ne? Und, genau, weil ich glaube nämlich, du hast auch so eine Art Kochbuch, ne? Irgendwas gab es doch da, ne? Ja, ich hatte so ein kleines Giveaway-Kochbuch für schnelle Gerichte. Das ist zum Beispiel eins von den schnellen Gerichten aus diesem Kochbuch. Mhm. Alles unter 15 Minuten. Ja. Wenn wir nicht so viel geplappert hätten, hätten wir es auch geschafft. Aber es war ja hier jetzt kein... Ist ja mein Job hier, ein bisschen viel zu tun. Genau. Machen, ne? Also das geht sehr schnell. Mhm. Und die meisten Rohkostrezepte gehen schnell. Also die ich am liebsten habe, die gehen schnell. Sehr gut, ja, also es schmeckt. Dank auch der Hilfsmittel, ne? Logischerweise. Ja, perfekt. So, jetzt habe ich mit der Marion so viel geredet und so was Leckeres zubereitet, dass die Zeit verflogen ist und wir tatsächlich noch eine zweite Folge daraus machen können. Und ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Seid gespannt, demnächst kommt der zweite Teil von meinem Besuch bei Marion hier bei Hagenbeck Muss auf Shoki Banoki New Television. Bis dann!